5 Grad. Boah, es ist kalt. Jedenfalls ist heute echt ein wirklich großer Tag für uns, weil wir nämlich heute unsere Boxen vom Buchbinder abholen. Wir haben die bedrucken lassen. Ich war letzte Woche da gewesen. Wir haben nämlich morgen Übergabe, 2 Kundentermine und sind schon echt richtig gespannt, wie die Boxen aussehen und vor allem, wie es beim Kunden letztlich ankommt. Ich bin nicht der Einzige, der Sport macht. Yeah! Bevor ich allerdings jetzt los kann, muss ich noch die Boxen aussuchen, weil wir hatten nämlich Probleme gehabt mit der Lieferung. Die haben nämlich nicht gehalten, wenn der Schaumstoff drinnen liegt, weil die Lasche nämlich irgendwie hier anders war. Und das ist quasi jetzt die neue Box. Und hier geht die Box auch perfekt zu und bleibt auch zu. Bei denen halt hier nicht. Ich habe die angeschrieben, weil wir die Boxen ja morgen brauchen und haben jetzt nochmal eine Nachlieferung bekommen. Jetzt muss ich quasi die 10 besten auswählen noch schnell, weil ich nämlich nachher, wenn ich die Magnetbox vom Buchbinder abhole, die 2, gleich die anderen da lassen will, damit er die auch noch bedrucken kann. Hallo. Hallo. Ja. Genau, ich bin hier, um die Boxen abzuholen. Und bringe die neuen auch, also die noch die Boxen. So, also das ist echt geworden. Wow, die sind echt richtig, richtig geil aus. Die sind einfach echt. Oh. Das sind die Boxen, ey. Sind richtig gut geworden. Er hatte ein bisschen Bedenken im Vorfeld gehabt, um ja nichts wegen der weißen Schrift, weil die anscheinend irgendwie nicht so gut hält wie irgendwie schwarze oder dunklere Schriftarten. Aber er ist selbst echt mega zufrieden. Ich auch. Ich finde es richtig cool. Bin jetzt nochmal auf dem Weg zum Raid Slide. Wer aus Frankfurt kommt oder in Frankfurt wohnt, weiß genau, was das ist, nämlich ein Skateladen. Das ist auch der Grund, warum ich mich heute Morgen mit dem Bus gefahren bin. Weil mein Skateboard jetzt repariert worden ist und ich hoffe, dass es nicht allzu viel kostet. Der Kingpin ist nämlich komplett durchgebrochen. Ich bin nämlich in Bordstein hochgefahren und die Hinterachse ist komplett zerrissen. Ich habe mich auch voll abgelegt. Auf jeden Fall bin ich echt froh, dass ich nicht mehr mit dem Fahrrad fahren muss demnächst. Hi. Servus. Hi, ich wollte mein Board abholen. Also wir haben die Schrauben erneuert, ne? Okay. Wir haben den Kingpin erneuert. Genau. Ja. Und dann, weil es halt echt ein bisschen Fuddelarbeit war, ja, haben wir hier nochmal einen Service halt von jeweils dreimal genau, 10 Euro. Super, perfekt. 37,98 für den Kingpin und noch für 2, keine Ahnung. Hauptsache es fährt auf jeden Fall wieder. Servus. Ja, wo bist du? Ich bin hier am Main. Bist du noch im Hafenpark? Ja. Ja, dann komme ich mal jetzt vorbei, gell? Ja, perfekt. Alles klar, bis gleich. Ciao. Ich will jetzt noch mal ganz kurz in den Hafenpark fahren, weil mich ein Kollege gerade angerufen hat nochmal. Der ist dann noch, fährt eine Runde mit dem BMX. Und ich habe noch ein bisschen Zeit. Von daher, let's go. Jetzt muss ich den Typen irgendwie nur noch finden. Was geht ab? Du hast es wieder. Ich hab's wieder, Mann. Ich hab's gerade abgeholt. Alter, du weißt nicht, worüber wir gerade reden. Über was? Was geht ab? Der hat einen kennengelernt, so von so einem Tinder-mäßig. Passt da rein, ist so schwer?
Was? Was ist da dran jetzt so schwer? Nichts. Also für dich? Ja. Alles. Wieso? Du sollst einfach nur Fahrrad fahren. Okay, pass auf. Film mich mal. Nein, ey. Okay. Muss ich filmen? Ja, muss ich. Oh, das filmt sogar. Aber du fährst nicht rein, oder? Werden wir gleich sehen. Ey, das Fahrrad kostet viel Geld. Was soll das denn kosten? Zwei. Nicht, schon mal nicht sitzen, bitte. Wieso? Das ist falsch. Du musst immer stehen bei so einem Fahrrad. Bremse packst du nur mit einem Finger. Ha? Bremse packst du nur mit einem Finger. Oh Gott. Ey, bitte spring nicht rein. Also was muss ich jetzt machen? Zieh das Vorderrad nach hinten. Ja! Du hast doch gerade das Hinterrad hochgezogen. Ja. Sag euch so, das ist schwer. Ja, Mann. Ja, okay. Nur zieh ein bisschen entspannter nach hinten, sodass du auch höher kommst. Ja, yeah, nicht schlecht. Guck mal, das was du gemacht hast, du warst verklemmt. Du hast einfach so gemacht. Ja, ja. Du musst einfach so ziehen. Okay. Ja, lass doch mal schreiben. Viel Spaß im Fitting, ja? Ciao. Ja, was ist denn? Ich habe gerade eine E-Mail bekommen vom DM. Die Bilder sind zum Abholen bereit. Ja. Wo bist du denn? Beim Pferd noch? Ja. Weil der DM hat noch bis um 8 Uhr auf, weil ich würde die Bilder echt gerne heute noch holen wollen. Wann bist du denn hier? Am besten mit Namen. Was war das? Ganz normale Bilder? Ja, ne, normale Bilder. Und nur 10 oder so. Okay. Ja, bitte nicht filmen, ja? Oh, okay, alles klar. Bilder sind da. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen. Trommelwirbel. Jetzt sind sie voll hässlich. Tada! Sind noch verpackt. Okay, Moment. Also 2, 1, 3. Das sind die zwei wichtigsten Bilder, das sind die ganz großen. Du guckst zuerst. Oh, die sehen voll schön aus. Oh mein Gott. Die sind wunderschön. War eigentlich Amazon heute da gewesen? Ja. Die hier, da waren die Boxen drin. Hä? Die hier hinten. Ach so, da. Wie ist das, glaube ich, mein Handy-Akku? Hast du die Box eigentlich schon gesehen? Nein. Okay, warte, ich zeig's dir den mal. Mega geil, gell? Oder? Ja. Jedenfalls haben wir uns gedacht, wenn der Kunde die Box bekommt und auch vor allem schon so lange auf die Bilder wartet, ist es doch vielleicht sogar echt nochmal eine Überraschung, wenn der Kunde quasi mit dem Aufklappen von der Box auch direkt schon ein Bild sieht. Jedenfalls haben wir noch so Fotoecken bestellt, quasi mit denen wir das Bild hier reinkleben in den Deckel, ohne das Bild aber selbst zu beschädigen. Das heißt, der Kunde kann das Bild selbst noch entnehmen, kann sich dafür noch einen Rahmen irgendwie bestellen oder so selbst. Er klappt quasi die Box auf und sieht schon quasi so das eins der Bilder, die wir gemacht haben. Ist einfach nochmal ein richtig cooler Überraschungseffekt, finde ich. Ich versuche jetzt mal einfach hier quasi so ein kleines... Das ist aber auch schon was gemacht.
Okay, also mit dem selber ausschneiden hat jetzt mal wirklich so gar nicht funktioniert. Ich hatte mir das im Ehrlichsein aber auch schon irgendwie gedacht. Sieht man das? Ja, ja. Jedenfalls hoffen wir jetzt, dass morgen der andere Schaumstoff noch rechtzeitig geliefert wird, weil ansonsten müssen wir einfach irgendwie einen Stoff reinlegen oder so. Jo. Ach so, und was wir noch ganz vergessen haben, wir haben extra noch, ja, hier sind sie, noch Gutscheine bestellt, die tatsächlich aussehen wie unsere Visitenkarte, allerdings jeweils 10% Gutschein sind. Die kommen dann auch noch in die Box rein und davon jeweils 2. Also so oder so ähnlich soll es zumindest am Ende aussehen. Das heißt, die haben hier oben ein großes Bild drin, den USB-Stick, der kommt dann am Ende noch hier in diese Box rein, ein paar Bilder noch, ich glaube 3 Stück mit einer Schleife, die 2 Gutscheine sind drin und eine Dankeskarte noch zum Schluss. Ach nee, der zweite Name steht noch daneben. Oh mein Gott! Scheiße. Wie schön ist das denn bitte? Ey, das ist ja